So, herzlich willkommen zum allerersten Video 2020. Erstmal nochmal, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und nur das Beste für dieses Jahr und vor allen Dingen, wie wir gerade in den letzten Wochen gelernt haben, besonders viel Gesundheit. Nochmal vielen Dank an alle, die sich so schön an dem Limo-Projekt beteiligt haben. Unglaublich, was da so im Nachgang jetzt noch so an Paketen kam, was ihr euch überlegt habt, was ihr an netten Worten geschrieben habt, was ihr gebaut habt. Es waren ganz viele, ich nenne es jetzt einfach mal Kunstwerke dabei. Wir sammeln das Ganze erstmal. Wir können natürlich unmöglich jetzt auf jedes Einzelne da eingehen, aber es wird ja für die Limo auf jeden Fall noch einen Aufenthaltsort geben und da werden wir auf jeden Fall eine kleine Ecke einrichten, wo wir diese ganzen Sachen dann zur Schau stellen, weil es sind wirklich, wirklich coole Dinge dabei. Also das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man hinten ins Lager kommt, da einfach mal 20, 30 Pakete warten auf einen, wo haufenweise passendes Zeug drin ist. Da sind wir auch beim richtigen Thema und zwar Limo. Wir haben das Ganze jetzt nüchtern nochmal betrachtet und leider lässt sich von diesem Auto eigentlich gar nichts mehr verwenden. So, das heißt, die Karosse ist auf jeden Fall platt, die wird auf jeden Fall an allen Ecken weich sein, die wird verzogen sein und das lohnt sich definitiv leider nicht, diese Karosse nochmal wieder aufzubauen. Bitte habt noch ein bisschen Zeit. Ich habe schon viele Kommentare gelesen, ob wir natürlich wieder bei Björn den Motor zerlegen werden und ob die Toros noch brauchbar sind und ob das Getriebe noch brauchbar sind. Aktuell ist Prio 1 erstmal wieder eine neue Karosse zum Lacker zu bekommen. Und sobald das der Fall ist, werden wir uns dann natürlich an das alte Auto machen, weil ich brauche natürlich ein paar Teile wie die Ansaugbrücke und solche Sachen aus diesem Auto, was natürlich noch zu retten ist. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein Video freuen, wie wir die Technik aus diesem Auto ausbauen und natürlich wieder den Motor zerlegen bei Björn und wieder neu aufbauen. So viel schon mal dazu. Jetzt geht es hier weiter. An dieser Stelle vielen Dank an Frank. Der hat uns diese Karosse, sage ich jetzt mal, zur Verfügung gestellt. Die steht eigentlich schon seit einem Jahr bei ihm. Also ich wollte diese Karosse eigentlich das ganze letzte Jahr schon abholen. Ich sage jetzt mal vorsichtig Karosse. Eigentlich war es ein halbes Auto, fehlte nur der Motor. Ich wollte diese Karosse eigentlich schon die ganze Zeit von ihm wegholen, weil wir vorhatten, ein paar Blechteile aus Carbon nachzubauen und da brauchte ich einfach ein Spenderfahrzeug für. Jetzt ist das Ganze anders gekommen. Und deswegen können wir jetzt diese Karosse als Basis für das neue Auto nehmen. Meine Hand ist mittlerweile zum Glück wieder fit und einsatzbereit. In der Zwischenzeit haben trotzdem die Jungs, Tom und Marius, die Karosse schon mal soweit geholt, zerlegt und vorbereitet. Das heißt, jetzt kann es mit Hochtouren losgehen. Ja, ich freue mich drauf. Hi. Genau, die Hand ist wieder ganz. Wir sollten direkt die neue Haut daran gewöhnen, was bedeutet, deine Haut zu sein. Genau. Ja, ich freue mich extrem drauf. Bin sehr gespannt. Wird mit Sicherheit viele neue Impressionen geben, neue Erkenntnisse. Und ja, eigentlich. Leider starten wir jetzt wieder bei Null. Also mit deinem Brain nicht bei Null, aber mit dem Auto erstmal bei Null. Das Gute ist, wir können jetzt viele Dinge viel, viel, viel radikaler als damals machen. So, ja. Damals, also ich habe mich ja die letzten 10 Jahre so ein bisschen durch dieses Projekt, ich sag jetzt mal, durchgehangelt. Vor 10 Jahren hätten wir niemals einfach so radikal eine Karosse komplett geschlachtet. Da hätte man sich immer ein paar Kistchen gemacht, ein paar Teile hier, ein paar Teile da und so weiter. Ne? Jetzt einfach radikal raus und fertig. Ein paar Kartons haben wir gemacht, 4 oder so. Das wird auf jeden Fall, das kann ich euch auch schon mal vorab sagen, wir werden ein cooles Roadtrip-Video machen, wo wir in Deutschland überall Teile einsammeln. Zumindest einen großen Teil. Weil ich behaupte mal, diese Teilesammelerei wird fast das Aufwendigste. Mhm. Bis wir da wirklich alles zusammen haben, bis ins letzte Detail, werden wir bestimmt 30 bis 50 Leute abklappern. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal ein cooles Video rausmachen, damit ihr einfach mal so seht, wo so RS4-Teile und so weiter noch. Und 5000 Kilometer wahrscheinlich. Und 5000 Kilometer, wo die einfach so lagern. So, unser Vorhaben. Ich sagte schon radikaler. Wir sind natürlich auch einfach von unseren Möglichkeiten jetzt einfach 10 Jahre weiter. Das heißt, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, muss diese Karosse jetzt zu dem Herrn Schwan wieder nach Süddeutschland ins Bad. Ja, das ist dein Wunsch. Wir haben das ganze Jahr mit der T1-Karosse schon gemacht.
wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Stunden ich ja alleine in den letzten Monaten investiert habe, um diese ganzen Matten rauszukriegen, und ich habe ja noch nicht mal alle Matten rausbekommen, dann ist es einfach auch wirtschaftlich gesehen Schwachsinn, hier an allen Ecken jetzt beizugehen. Mhm. Da ist es einfach einfacher, wir schmeißen das Ding ins Bad und das Ding kommt einfach blank raus. Ja. Bleibt da irgendwas über, außer Blech? Eigentlich nicht. Also von den T1 kenne ich so alles, was irgendwie Gummi und Kunststoff war, mhm, ist dann weg. Also das heißt, es ist auch wirklich jede Einziehmutter aus Gummi, aus Plastik, ist alles genau, weg. Genau. Radikal. Okay. Ja. Und der natürlich punktuelle Rost ist dann auch weg. Also hier mal so an Scharnieren und so hat man ja mal so ein bisschen was. Der Scheibenkleber und so, mhm, das werden wir dann alles nicht wiederfinden. Dazu muss man sagen, die Karosse ist von der eigentlichen Substanz her sogar noch richtig gut. Da haben wir, glaube ich, einen guten Griff gemacht. Ne? Ja. Die ganzen Anbauteile waren leider alle Müll, aber brauchen wir eh nicht. Ja. Aber die eigentliche Karosse, soweit wir es bisher gesehen haben, ist schon Taco. Ne? Komm her, wir gehen mal gucken. Und wenn man jetzt so sieht, in dem blanken Auto, was da eigentlich so alles so in Matten drin ist, viele davon sind jetzt schon überlackiert, das heißt, man sieht sie jetzt gar nicht so krass. Da ist einfach ein Watt die coolste Sache. Ne? Dann kommt ja auch noch dazu, wir reden ja nicht nur von den Matten, sondern der ganze Unterbodenschutz. Ja. So, das ist so ein Punkt, ist eigentlich so der Traum immer von jedem, der so ein Auto leicht macht, ist diesen ganzen Unterboden einfach blank zu haben. Ich weiß noch, wie ich damals bei dem Strich 8er oder bei dem Golf das Ganze mit der Flex gemacht habe, mit der Radbüstenscheibe, ne? Hast du ein paar Tage zu tun. Genau, so, das heißt, nee, wir fahren mit dieser Karosse als nächstes nach Süddeutschland. Das Ganze wird hoffentlich in der nächsten Woche passieren. Dann wird das Ganze einmal entlackt und kommt komplett blank daraus. Ja. So, Thema Carbon. Möchte ich noch nichts verraten. Da kommen dann die Herrschaften Artyom und Chris einfach mal hierher im nächsten Video, gucken sich die blanke Karosse an und wir gucken einfach mal, was wir umsetzen können. Alles, was es natürlich in Carbon schon gibt, wird natürlich wieder Carbon, aber vielleicht kann man ja das ein oder andere neue Teil auch nochmal ersetzen. Ne? Ich bin mir sicher, dass du ein paar bekloppte Ideen hast, ja. So, dann ein Thema, da hat Rufen mir sofort Bescheid gegeben, es gibt ein paar Bereiche von dieser Karosse, die sind ab Werk verklebt worden. Mhm. Sowohl zum Abdichten als auch quasi als Steifigkeit. Ja. Dieser Kleber wird natürlich auch weg sein. Der wird leider auch weg sein und alles an irgendwie Dämmmaterial in den Säulen. Manchmal sind die teilweise ausgeschwemmt. Ja, die C-Säulen hier sind geschäumt. Genau, ich kenne den B5 nicht so gut, aber das wird leider natürlich alles weg sein. Alles weg sein, okay. Das heißt, wir machen das so richtig motorsportmäßig und schweißen das alles nach. Genau, also wir hoffen ja noch, dass wir von Ruben oder wem auch immer noch so einen, ich nenne es mal, Plan bekommen, was die Bereiche sind. Mhm. Das heißt, wenn jetzt hier drin zum Beispiel ein Blech wäre, was geklebt ist, dann müssen wir uns da Zugang verschaffen, also entweder von außen und das einfach verschweißen oder halt von innen. Das müssen wir uns dann angucken, was das so ist. Ne? Also wenn ich glaube, nicht um dein Sicherheitsgurt geht als Beispiel, was ich aber nicht glaube, nee. Dann sollten wir das natürlich tun. Wenn es aber einfach irgendeine Dämmung hat oder einfach nur einen akustischen Grund, dann könnten wir es eigentlich lassen. Ja. Nee, aber ich glaube nicht, dass das so in den Säulen ist, sondern ich glaube, das war vorne im Bereich von der A-Säule irgendwas und hinten irgendwas. Ja. Aber mal gucken. Aber das heißt, jegliche Stellen, gerade so im Unterboden, wo so Achsaufnahmen sind und so weiter, Längsträger und so weiter, das wird aber hammerhart, schmeißen wir alles nach. Genau, das würde ich auch tun. Und wir sollten, muss man auch ehrlicherweise so sagen, an den wichtigen Stellen schon wieder ein bisschen Unterbodenschutz auftragen. Mm-hmm. Das werden wir natürlich dünn tun, aber das werden wir so in der Art tun, wie wir es beim T1 eigentlich schon gezeigt haben. So, jetzt gleich die allererste Aufgabe für euch. Und zwar, ich verlose, wenn dieses Auto mal wieder fahren wird, darf der Gewinner eine Runde mitfahren? Das ist quasi ich will jetzt nicht sagen bei der ersten Ausfahrt, aber schon relativ spontan darf einer mitfahren. Und zwar derjenige, der errät, was diese Karosse hier wiegt, so wie sie hier steht. So, wir wiegen sie natürlich mit unserem Gestell drunter. Was schätzt du, was das Gestell wiegt? Irgendwas zwischen 30 und 40 Kilo hätte ich geschätzt. Mhm. Wir sagen einfach mal, rechnet mal 30 Kilo fürs Gestell ein. Und schätzt einfach mal, was die Karosse wiegt. Im nächsten Video werden wir sie nämlich natürlich vorher nachher wiegen. Bin mal gespannt, wie viel da runter geht. Ja, und müssen halt leider das Gestell einmal wiegen. Aber rechnet einfach mal 30 Kilo auf euren Kopf oben drauf für das Gestell. Dann brauchen wir sie extra abschrauben. Ja. Derjenige, der das Gewicht errät, ist immer eine witzige Sache. Ich wette, es schafft wieder einer bis auf die Nachkommastelle. So, weil es wieder so viele Kommentare gibt. Ich wollte jetzt gerade schon was sagen. Dazu. Wir sagen gar nichts. Wir sagen gar nichts, ist besser. Weil man schätzt wahrscheinlich mehr, auf jeden Fall. So, schätzt einfach mal, was die Karosse hier noch so wiegt. Und der Gewinner darf eine Runde mitfahren. Ja, aber so. Nee, wir müssen dann erstmal warten mit der Mitfahrt. Ja, Thema Carbon lassen wir erstmal komplett außen vor. Jetzt erstmal nur grob Ablauf von dem Projekt. Wie ich gerade schon sagte, als nächstes Bad.
Dann kommen die Verrückten vorbei und wir gucken mal, was im Thema Carbon geht. Dann werden wir die Karosse nachschweißen, abdichten, Seitenteile einpassen, weil es wird natürlich wieder eine RS4-Limo. Dann muss sie wieder ins Bad. Beschichtet werden, genau. Genau, vorher nehmen wir das Dach noch aus, ja, weil das kommt natürlich auch wieder in Carbon. Dann muss sie wieder ins Bad entlackt werden und danach KTL beschichtet werden. Ja, nur entrostet wird sie dann nochmal und beschichtet. Nur nochmal entrostet, genau, entbeschichtet und dann kann sie direkt zum Lacker. Ja. So, und das ist nämlich unser Hardcore-Plan für die nächsten 4 Wochen. Wobei man noch einmal der Richtigkeit halber sagen muss, abdichten tun wir nach KTL. Nach KTL, genau. Ja. Dann muss sie zum Lacker, weil da wird sie natürlich die meiste Zeit verbringen. Und dann in der Zwischenzeit werden wir natürlich schon mal alle Teile vorbereiten und dann kümmern wir uns nämlich auch um die alte Karosse und so weiter. Ne? Ja, wir werden Chris einmal die Woche nerven, dass er sich beeilt. Das hat ja das gibt ja. So. Ja, ja, parallel werden wir halt schon versuchen, sowas wie Achsen und sowas kann man ja eventuell schon parallel einbauen. Genau. Da habe ich nämlich natürlich neuen Motor, Getriebe aufmachen. Das ist jetzt ja alles verbrannt, räudig. Da kann man mit Sicherheit noch vieles von gebrauchen. Aber ihr müsst euch das vorstellen. Man hat einen Alu-Block, wo es drüber brennt. Das heißt, dieses ganze Plastik und so weiter läuft halt auch bis in die letzte Ritze. Ne? Viele haben gefragt, ey, warum hast du nicht direkt einen Motor ausgebaut? Hand war kaputt. Und dann, beide Hände waren kaputt. Und dann anzufangen und jede Schraube frei zu kratzen, Schraubenzieher, weil ja überall in den ganzen Imbusschrauben und so weiter auch dieses Plastik drin ist. Nee. Plus haben auch einige recht, haben einige geschrieben, war selbst in dem letzten Video schon eigentlich doof, dass dieses verbrannte Kohlefaser, wo höchstgradig giftig ist, ne? Ja. Wo wir halt so schön drin rumgefingert haben. Ja, dann müssen wir erstmal irgendwie Mundschutz irgendwas besorgen, müssen wir mal gucken. Genau. So, das kommt auf jeden Fall noch. Dann könnt ihr euch drauf freuen, wir bauen die ganze Technik wieder auf. Carbonteile ohne Ende. Boah. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, bis das Ding wieder läuft, reden wir, glaube ich, von 30 bis 50 Videos. Auf jeden Fall. Ja. Und was denkst du, wann fährt das Ding? Da möchten wir keine Aussage zu treffen. Okay. Es gibt einen Zieltermin, auf jeden Fall. Es gibt einen Zieltermin, aber dafür müssen wir erstmal ein paar Wochen... Man muss natürlich dazu sagen, dass der Rest da jetzt leider ein bisschen leiden wird. Ja. So Lambo und Benz, ne? So. Da jetzt leider ein bisschen... Genau, wichtiger Punkt, den wollte ich noch sagen. Wir haben in den letzten Tagen viel immer so darüber gerübelt. Scheiße passiert, ein Glück ist uns nichts passiert, hätte auch viel, viel schlimmer enden können das Ganze, weil man darf auch nicht vergessen, was ich so in den letzten 10 Jahren mit diesem Auto schon alles gemacht habe. Ja. So, was uns so ein bisschen am meisten gerade nervt, ist, dass jetzt natürlich der Rest erstmal stehen bleibt. Ja. Wir können unmöglich jetzt noch 3 weitere Projekte bauen. Viele von euch haben ja vorher schon immer gesagt, ey, wie könnt ihr überhaupt diese ganzen Projekte gleichzeitig machen? Das hat jetzt wirklich Prio 1. Das wissen auch alle Firmen, die damit zusammenarbeiten, dass die alle ein paar Überstunden machen werden in den nächsten Wochen. Und so lange können wir leider nicht viel anderes machen. Wir bauen natürlich trotzdem an allen Stellen so ein bisschen weiter. Wir können natürlich bei Björn ein bisschen Lambo-Motor machen. Es geht vielleicht bei Night Factor ein bisschen weiter mit dem Lambo-Innenraum. Wir können auf jeden Fall uns weiter um deinen Golf kümmern, abstimmen und so weiter. Ja, René kommt ja auch noch. Ne? Genau, dann kommt ja auch noch ein Projekt und solche Sachen. Aber Hardcore-Sachen müssen wir jetzt zumindest, bis dieses Auto wieder aussieht wie ein Auto, erstmal einmal einstellen. Ja. Müssen wir auch machen. Aber Videos gibt es ja trotzdem. Genau, Videos gibt es auf jeden Fall ohne Ende. Wir schieben auch immer mal andere Videos immer noch mal wieder zwischen. Ich weiß, Bennys Polo, da steht ja auch noch was aus und ja, das wird schon werden. Da hat ja Björn den Zylinderkopf jetzt fertig, der kommt jetzt drauf, da gehen wir auf jeden Fall nochmal auf den Prüfstand und dann... Willst du optisch was verändern an dem Auto, dass die Leute... Das haben ganz viele gesagt, bau doch ein anderes Auto auf, man baut ein Auto nicht normal auf. Nein, ich werde das Auto 1:1 so wieder aufbauen, wie es war, also wirklich 1:1, weil genau davon hat dieses Auto auch die letzten 10 Jahre gelebt, dass es immer gleich aussah und es wird auch wieder genau gleich aussehen. Das heißt Bremse, Farbe und so weiter wird auch wieder alles gleich werden. So, haben auch viele gesagt, nimm doch ein neueres Auto, nimm doch einen B7 und steckt dann eure Motor rein, also gar kein Interesse daran, alleine, weil dann fängst du wieder bei Null an. Nee, wir nutzen das jetzt als Chance, es einfach nochmal eine Nummer krasser zu bauen. Ich bin guter Dinge, dass das Auto am Ende nochmal 50, 60, 70 Kilo vielleicht leichter wird. Und er selber 15. und dann wird das schon. Dann bin ich ja guter Dinge. Ja, das ist Sicherheit eine witzige Zeit. Jetzt ist auf jeden Fall blank, ist nichts mehr dran, was man irgendwie abschrauben könnte. Das heißt, ab ins Bad. So, was wollte ich noch? Genau, eine Sache ist noch, ein großer Traum von mir war immer, fast unter jedem Video hat man immer gelesen, wir hätten es garantiert auch unter diesem Video gelesen, macht doch Makrolonscheiben rein. Ich sage immer, nein, niemals kommen Makrolonscheiben in dieses Auto rein. Die zerkratzen so schnell und spiegeln sich im Licht auch einfach anders.
dass es einfach nicht wie original aussieht, deswegen werden die hier auch nicht reinkommen. Jetzt ist aber die Frage, vielleicht gibt es einen Glaser unter euch, der mir die originalen Scheiben in dünner machen kann. Das wird bei der Frontscheibe natürlich nicht gehen mit dem Verbundglas, aber gerade so die ganzen Seitenscheiben und die Heckscheiben, vielleicht gibt es ja einfach die Möglichkeit, so eine Scheibe dünner zu machen und dass wir da ein bisschen Gewicht einsparen können. Also wenn unter euch jemand ist, ich denke auch, sowas hat auch Potenzial, dass es mehrere haben wollen. Vielleicht gibt es wen, einfach mal drüber nachdenken, zur Not einfach bei mir melden. Was sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Eine Sache ist auch zum Beispiel, wo wir gar keine Lust drauf haben, ist Thematik Kabelbaum. Ja. Wenn ich mir überlege, wie viele Stunden wir hier gerade noch in diesen Kabelbaum für die Displays gesteckt haben und die sind einfach weg. Ich sag mal vorsichtig, das waren 50 Stunden. Ja, so. Da ist nichts mehr von da. Nichts mehr von da. dann, genau, Thematik Kabelbaum. Dann, jetzt habe ich es zur Sekunde vergessen, eben gerade fiel es mir noch ein. Ratter. Ich freue mich am meisten auf die Türen wieder. Genau, Türeinstellerei. Ich glaube, wir haben ja 50 Stunden lang diese Carbon-Türen hier eingestellt. Kurbelwellengehäuseentlüftung, meine Krake da hinten. Mhm. Da sind, glaube ich, über die Jahre eher 100 Stunden reingegangen. Aluminium, alles weg. Fängst auch wieder von Null an. So, ne? Wobei so ein bisschen was Würdiges für die Vitrine ist übergeblieben. Das ist auf jeden Fall, ja. So ein bisschen Rest, geschmolzener Rest ist noch übergeblieben und ach, da kommen noch so viele Sachen. Aber ja. Ganz viele haben ja auch geschrieben, dass du unbedingt L-Teile des Autos hier auch wieder verwenden sollst, so als, ich nenne es mal Andenken oder so. Ne? Mhm. Da müssen wir halt einfach gucken, was noch so brauchbar ist. Also im Innenraum definitiv gar nichts, da ist ja nichts mehr da. Ne? Was als Altteil auf jeden Fall verwendet werden kann, ist das Getriebe, was ja alle gefeiert haben mit dem Geräusch. Also gab es positiv als auch negativ. Solche Sachen werden mit Sicherheit noch verwendbar sein. Ja, irgendwas Witziges vielleicht, was man erst sieht, wenn man es irgendwie ausbaut. Ne? Ich befürchte selbst Antriebswellen und so ein Zeug. An den Achsen sollten wir nichts. Das ist alles so heftig heiß geworden, dadurch, dass ich stand ja mit dem Auto leider auf so einer leichten Brücke, das hat man im Dunkeln nicht gesehen. Und da ist so krass der Wind durchgezogen, dass es das Ganze immer noch weiter unterm Auto so durchgetrieben hat. Aber wenn es die Brücke ist oder so, als Beispiel, dann ist es ja schon witzig. Genau. So, sowas können wir auf jeden Fall nehmen. Zylinderköpfe, Teile vom Rumpf und so, da wird ja schon überall noch brauchbares Zeug bei sein. Ja. Ne? Das denke ich auf jeden Fall. Ja, so viel dazu, kleiner Zwischenstand. Jetzt geht es hier auf jeden Fall an den Fronten weiter. Wir bringen das Auto ins Bad und dann sehen wir uns auch direkt im nächsten Video. Ciao.